Hallöchen und herzlich willkommen zu einem LS22-RP-Projekt Grow Level Up. Wir hatten gerade eine Quizshow. Wolle, mein lieber Bruder, steht neben mir und wir sind auf der Suche nach der nächsten Challenge. Yippie! Auf geht's, Wolle! Auf geht's! Let's go. Und ihr Lieben, ganz wichtig, morgen, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das ganze Projekt auch live auf Twitch euch anschauen. Da sind wir und unsere Konkurrenten selbstverständlich auch live, also schaut da auch gerne bei uns vorbei. Jo, genau. Na gut, Bilby, wo fahren wir hin? Warte mal, wir müssen mal den Dings hier anpingen hier, den Uli. Ruf mal Uli, ich wollte gerade sagen. Uli, du geile Sau. Socke. Uli. Jawohl. Wir sind auf dem Rückweg, unser Quiz ist erledigt. Was für ein Quiz? Ja, wir mussten hier ein Quiz machen hier oben, war voll schwer, ey. Wolle, das okay. War einfach. Also für uns war das Quiz war schwer, aber für uns war das natürlich gar kein Problem. Ja, wie Problemo. Alles natürlich, wie alles, okay. Ja, genau. War ich hier noch nicht. Ja? Okay, lass mich kurz telefonieren. Ja. Ja, mach Eier. Na, ich mach immer Eier. Mach Eier. Die Spiegeleier oder Rührei? Mach Eier, Wolle. Ja, ich bin dabei. Uli. Weißt du, was das Problem ist? Was denn, Wolle? Wenn wir die Ersten sind, wir müssen immer warten. Ja. Weißt du wie? Ja, das stimmt schon. Ja, da müssen wir immer gucken und dann fahren wir erstmal in die falsche Richtung. Wir? Vielleicht. Weil wir ja nicht wissen, was als nächstes kommt. Nee, das auch Risiko so. Ist wenn da. Wir, wenn wir ankommen, dann dauert es immer noch Hof. Ein Stück. Fahr mal zum Hof, bitte. So, ihr zwei. Ja? Ja. Ihr könnt mal aktualisieren. Machst du das, Wilmi, bitte? Ja. Also. Da haben wir jetzt Clean the City. Ach, jetzt erst recht. Okay. Sammel gemeinsam 5000 Liter Gras, indem du Randstreifen in der ganzen Stadt mähst. Ihr habt da einen Latten am Zaun. Der nimmt das Ding 550 mal an. Okay, wie viel XP haben wir denn gekriegt jetzt überhaupt für die Aufgabe? Wilmi? Ja. Weiß ich gar nicht. Ja, schnapp dir mal einen Drecker hier. Schnapp dir mal den JCB und hau dir mal das Mähwerk dran. Ich möchte anmerken. Ja. Wolle, diesmal ohne Schummeln. Ich möchte ein was anmerken. Kriegen wir unsere eigene Geräte nehmen oder kriegen wir was? Eine eigene. Aber wir haben doch nur ein Mähwerk. Einer kann mähen, einer kann einsammeln. Steht er da und sammelt gemeinsam. Ja, dann hau dir, okay. Wo ist das Mähwerk, Wilmi? Das wollte ich auch gerade sagen. Wo ist denn das Mähwerk? Das müsste noch bei dir sein am Hof, oder? Das weiß ich nicht. Das kontrolliere ich mal. Jetzt haben wir aber ein Problem. Ich habe hier noch 9400 Liter Gras drin. Wirf's irgendwo hin. Wirf's irgendwo aufs Feld. Das ist doch scheiße. Ja, das müssen wir dann halt mit dem Sammelwagen wieder einsammeln. Hast du auch wieder recht. Oder dürfen wir auch oh, das... Achso, das ist ja kein Randstreifen. Aber ich habe eine Frage. Wir haben uns ja jetzt ein Feld gekauft. Das ist eine Wiese. Warum können wir das nicht nehmen? Weil ihr ja der Stadt helfen sollt. Ja. Durch den Dorf. Es ist ja aber bekannt, dass man in der Stadt keine Randstreifen mähen kann, oder? So, mal so nebenbei. Tja, das weiß ich nicht. Aber jetzt weißt du es. Ich bin gleich da. So, ich fuhr mal das Mähwerk. Bin mal weg. Ja, ich komm mit. Okay. Der hat auch einen Vorwärtsgang nur zu irgendwo. Ja, das ist richtig. Aber ich bin rückwärts fast so schnell wie du vorwärts. Laber dir keinen Zahn locker, Wilma. Auf jetzt, geht's. Jetzt rückwärts vorwärts rennen machen oder was? Nee, komm, fahr vorbei, hol die Scheiße hier. Ich würde sagen, lass mich da durch. Ich habe einen Auftrag. Ja, ich auch. Du bist ja. So schnell wie möglich. Ey, ich sag dir, Randstreifen wehen. Wie viel Liter waren das? 50.000. Ja, die haben doch voll. Ja. Das ist schon eine Hausnummer, ey, sag ich dir. So, warte. Wolle. Ja? Versucht's mal nicht in der Stadt, sondern etwas außerhalb. Von mir aus auch zwischen den Feldern. Ja, ja. Ah ja, okay, hm? Okay. Zwischen den Feldern? Ja, verstehe ich schon. Weiter, Wilma, gib Gas. Ja, ich muss hier runter. Sicher? Also ich sehe euer Mähwerk hier nicht. Ich aber. Wilma, das ist ein Zaun übrigens. Warum. Ja, das weiß ich. Ich musste aber genau dahin auf den Hof. Ich weiß nur nicht, warum das da liegt. Ja, doch, weil wir das hier hingebracht hatten. Hast. Genau, wir hatten das hier hingebracht. Ganz genau. So. Da hinten ist es. So. Zwischen den Feldern, sagst du? Naja, so am Rand, draußen, außerhalb von der Stadt halt. Gut, Wolle, dann lass uns wieder tauschen. Raus.
Nee, ja, lass uns doch. So, ja. Warte, du mähst. Ja, wer die Schüssel. Ja. Wow. Und der hat ja sogar Allradlenkung, das ist ja geil. Ja. Ist ja wendig wie ein kleiner. So, pass auf, fahr mir hinterher. Wir fahren hier aber lang. Komm, 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 komm. Ja, ich folg dir. Lü. So. Okay. Dann such jetzt ganz viel. Das müssen wir rucki-zucki durchkriegen. Ey, wo soll denn das hin, Uli? Genau, das wollte ich auch gerade fragen. Auch gute Frage. Nee. Moment. Wir haben bestimmt noch mehr gute Fragen. Da drin sind wir auch gut in Fragen finden. Geht noch nicht. Hier ist noch gemäht. Oh, ich wäre blöde. Fahr auf die andere Seite. Guck mal, ob du hier mähen kannst. Hier. Ab geht die wilde Fahrt. Nice. Über dir. Rechts neben dir liegt auch noch was. Ne? Ich weiß nicht, ob wir das kriegen. Das teste ich gleich. Ne, liegt gar nichts. Sorry. Sah komisch aus. Ja. Schmeißt du zu mir ins Fermenter-Silo am Hof. Also an den kleinen oben. Ja. Ja, der das Medien. Ist direkt oben am Haupteingang. Ja, du meldest dich dann nochmal. Ich komme dann zum Hof und dann sagst du mir, wo genau. Okay. Der mäht die Scheiße nicht. Nicht gut zumindest, ne? Nee, gar nicht. Ja. Du hast hier immer mal wieder so ein paar Klecksies. Hä? Es ist schon übel, Wolle. Da müssen wir mal ganz genau gucken. Hier. Okay, sehr gut. Ja, du hast hier ja auch überall so ein bisschen. Das sammle ich auch ein. Wir verschenken hier gar nichts. Ja, jetzt bei mir liegen. Hier kannst du richtig schön, ja, da habe ich den fetten Streifen. Sehr gut. Da knattern wir hier unten einfach alles weg. Das ist eine gute Dings hier unten rum. Sehr gut. Sind wir natürlich, müssen wir mal gucken. Fahren wir erstmal so weit wie es geht geradeaus, Baby. Ja, echt, ja. Dass wir ja, so weit wie es geht an den Kreisverkehr rankommen, dann musst du nämlich nur nach oben fahren zum Uni. Ja, das Problem ist, ich kann nur einiges hier gar nicht ein. Doch, jetzt habe ich es. Okay, nehmen wir es zurück. Da, warte mal. Wird es natürlich auch dunkel, ne? Das ist. Doof. Dafür hast du ja Licht. Ja, ich habe doch schon die Taste gedrückt. Die Lichttaste? Ja. Für Licht? Ja. Okay. Wo bist du denn überhaupt? Ich sehe dich gar nicht. Ja, siehst du? Also, wie viel hast du schon drin? 1000. Ach ja. Oh. Besser drauf. Ja. Ist aber besser als nichts. Okay. Aber hier ist gut. Ich hab gleich schon 2000. Ja, das geht dann relativ flott. Also, hier haben wir ein richtig schönes Bankett. Das perfekt. Sollten wir uns. Aber das ist gut, dass wir das als erstes wieder haben, wahrscheinlich. Das sollten wir uns sichern hier. Das ist gut. Fahren wir hier komplett. Hier können wir auf der anderen Seite den Streifen können wir auch gleich noch wegwamsen. Ja. Du kannst mal gucken, ob du hier dann auch noch mal höher kannst. Weil hier ist ja immer noch was. Ja, ich muss ja ein Kabel kann nur so breit mähen, wie beim Mähwerk ist, ne? Ja, aber dass wir das halt hier alles wegnehmen. Alles uns. Aber hallo, wie viel hast du jetzt drin? 4, 5. Naja, es wird noch langsam. Wie viel geht denn rein in die. Es sind jetzt bei 5.035%. Wieder nicht. Bei 5.000, bei 35%. Also, ja ich glaube, da ging irgendwas mit 14 rein oder so. Gut. Jawohl, warte mal. Vielleicht auch hier auf der anderen Seite noch, da ist auch noch so viel Grün. Vielleicht können wir da auch noch was wegnehmen. Also ich glaube, wir haben hier eine gute Stelle erwischt. Das Scheiße aber hier. Ja? Nee, eigentlich nicht. Ja, man geht nicht. Gras. Man geht nicht, weißt du? Ja, aber noch ist hier gut, was ich sammle. Hier ist gerade schön. Hier geht wieder nicht. Ach, ist da zum Kotzen, ey. Das wird schon. Geht alles nicht hier. 50.000 ist halt ganz schön viel, ne? Yes. Geht alles nicht. Oh. Das geht nicht hier drüben. Dann guck, dass du auf die andere Seite nochmal gehst, wo ich gerade bin. Und da noch weiter was wegkriegst. Weißt du? Quasi zweite Bahn. Ja.
Mache ich. So ein Mist aber auch. Ja. So, ich gleich bist du bis zu dieser Brücke, ne? Weil da drehe ich jetzt gerade. Ja. Ja, wenn du vor dir kein Gras mehr siehst. Ja, da, es geht dahinter dann noch so ein Schlenker um das eine Feld rum. Aber jetzt war ich halt nur hier vorne bei der Brücke. Deswegen, also da habe ich jetzt so nichts auf die Ferne gesehen. Aber falls dann da noch was liegt, fahre ich nochmal. Weil ich habe jetzt eh 75%. Muss also eh dann gleich zum Hof. Okay. Hier kannst du ansetzen. Sehr gut. Ja, mehr geht hier nicht. An deiner Seite war nichts mehr, ne? Doch, da ist noch was. Ja, auf dieser. Ja, da kannst du bis vorfahren. Ich fahre jetzt mal hier auf die andere Seite. Ja. Die Brücke quasi raus. Ja. Geht auch nicht. Keine Chance, das geht alles nicht. Dann sammle ich weg und du suchst schon was Neues. Mhm. Ich bin jetzt bei 77%. Ich befürchte sogar, dass ich nochmal herkommen muss. Kann hier nichts mähen, Wilma. Gar nichts kann ich hier mähen. Dann such dir was Neues. Nee, ich such die ganze Zeit schon. Ja. Warte mal. Überleg gerade, wo vielleicht was sein könnte. Guck mal da, wo wir gehext, den Mais gehäckselt haben. Da vielleicht noch irgendwie die Strecke lang, weißt du? Die Straße da, wenn du da einfach mal testest, ob da irgendwo was ist. Also vielleicht auch an den Waldrändern. Bin ich gerade am Waldrand. Okay. Hier geht gar nichts. Gar nichts geht hier. Vielleicht versucht das mal bei mir. Also bei mir ist ja zumindest viel Rasenfläche, Grasfläche. Mitten in der Stadt geht nicht. Mitten in der Stadt geht nicht, Uli. Na, ich bin oben. Bei Feld 42, wo ihr die Zuckerrüben hattet. Da bin ich gerade am Flügen. Und hier an dem Feld, dort ist relativ viel Grasfläche. Ja, hier ist ja auch Grasfläche an den Feldern. Daraus geht nicht. So, ich komme jetzt hoch mal zu deinem Hof. Ja, fahr du erstmal ausladen. Ich habe 90% sind 12.600. Hier geht Wilma. Wenn du beim Händler vorbei, dann da links rein. Was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Ich seh dich. Siehst du mich? Ja, dann nehme ich da noch mit. Nee, mach ich nicht. Ich fahr jetzt schon mal weg. Nee, mach voll hier. Okay. Mach voll. Ja. Nee. Hier ist eine größere Wiesenfläche. Vielleicht mit den Feldern. Ja, die scheint zu gehen, Wilma. Boah, das wäre ja sehr gut. Ja, die geht. Perfekt. Dann hoffen wir mal, dass da sehr, sehr viel bei rauskommt. Komm. Ich fahre jetzt hier erstmal so lange geradeaus, wie es geht, ne? Ja. Bevor ich rumdrehe, wieder zurückfahre. Ja. Du kannst dann auch direkt, das ist beim Uli gegenüber. Bist du voll? Noch nicht 97%. Fahr mal der Grasschwand weiter hinterher, wenn du voll bist. Okay. Fahr einfach der Grasschwand weiter hinterher. Ja. Also natürlich ohne Aufsammeln dann, ne? Ja, kann ich ja auch nicht. Ja, ja, ich bin mir nicht voll. Ja, aus und hoch machen meine ich. Ja, natürlich. Ich möchte ja schnell sein. Ist doch logisch, Wolle. Ja, dann bist du direkt bei Uli am Hof, aber mach hinter hier, nicht, dass die anderen das dann einsammeln oder so. Das wäre auch doof. Ja, ich fahre gerade hier schon rum. Also ich fahre hier durchgehend tatsächlich mit Mähen. Das ist gut hier, das geht. Das ist sehr gut. So. Fahre ich jetzt hoch.
Genau, fährst du unten wieder rein, wo du aufgehört hast, ne, Wilmi? Genau, ja, ja, ich fahr da, genau. Da fahr ich dann wieder rum. Wilmi, ich bin oben an dem Hof. Ja, ich bin doch gleich da, Uli. Warum bist denn der Berg nicht hochgefahren? Ich hab dich doch schon gesehen. War doch hier ein Berg hoch. Ja. Das ist der Falsche. Ich hab gesagt, zum Haupteingang. Uli, das ist Wilma. Das ist... Die Wilmi weiß immer noch nicht, wo welcher Hof so? Ist. Das hier... Lil? So. Nicht in das Silo. Ach so, oh ja, okay. Siehst du, und das Silo hatte ich aber im Kopf. Dass ich da hin soll. Nee, mein Fermenter-Silo. Das ist hier. Hier gibt's es rein. Bei dem, okay. Gut. Na. Wie sieht's aus, Wilmi? Bist schon auf dem Rückweg? Nein. Ich muss hier erstmal richtig drankommen zum Abladen. Ich habe ein bisschen Angst, dass du nicht weißt, wie es wegen der Dings dann hier. Der Schwad. 13.900 habe ich jetzt. Ja, ja, ist schon klar. Übrigens. Wer geht auch nicht rein? Nee, geht auch nicht mehr. Aber bis dato wussten wir ja nicht die genaue Zahl. So. So, Bibi, dann ja. Gehen wir wieder am Startpunkt zurück. Und dann fährst du einfach immer der Schwad hinterher. Ich habe einfach durchgezogen, so lange geradeaus gefahren, wie ich konnte. Immer der Schwad hinterher einfach fahren. Okay. So, warte mal, du kommst ja hier unten, ne? Ja, genau. Ich komme dir jetzt da quasi entgegen. Ich fahre da wieder hoch, wo ich eben schon war, bis ich dann wieder einsammeln kann. Ja, so hinter dem Stein geht's los. Ja. So. Halt kacke jetzt, dass es so dunkel ist, ne? Warum? Ist ja gut, oder? Nicht so schön, also ich sag mal, ja, mit dem Licht sehe ich das dann aber. Der hat auch gute Lichter dran. Ja, aber ich guck ja gerne vorausschauen, weißt du? Wusste ich doch gar nicht. Ah. Baby, das wusste ich doch gar nicht. Upsi. Ja, siehst du, gibt's immer wieder Neuigkeiten. Kannst du noch mal ganz andere Seiten deiner Schwester kennen? Ja, weg schon. Ah. Okay. Ja? Wie gesagt, immer der Schwad entlang. Du siehst ja, ich mach da schon eine zweite jetzt hin. Ja, genau. Weiß halt nicht, ob wir die überhaupt noch brauchen. Du komplett, ja, komplett kriegst du das also eh nee, ich hoffe Chance. Nicht, aber... Komplett kriegst du das auf keinen Fall, kann ich dir schon sagen. Das ist so viel? Nee, oder was meinst du jetzt mit komplett? Was meinst du denn mit komplett? Nee, dass du die zwei mit einmal aufnehmen kannst, bin ich. Ich sehe hier halt auch nichts. Als Bäume. So, du kriegst das hin, Wilma. Ja. I believe on you. Null Problemski fast. Also, ja, wird schon. Hier mäht er wieder nicht, der kleine Pisser. Das gibt's ja nicht. Hat er denn jetzt schon wieder... Ah, hier ist dann gut, glaube ich. Ne? Ich glaube auch, hier haben wir eine richtig, richtig gute Stelle gefunden. Ja, wichtig ist nur, dass du ein bisschen jetzt den Schwad einsammelst. Ja, ja, bin ich ja dabei. Das ist wichtig. Sammel das alles hier ein. Oh. Versuch auch alles immer zu erwischen. Das passt ja richtig. Voll spannend, wo ich hier lang komme. Hm. Sind die Ecken, die hast du ja gar nicht gesehen hier, ne? Nee. Warum sollte ich auch? Also das wäre auch nicht gut, wenn ich schon irgendwie hier gewesen wäre, weil dann kannst du davon ausgehen, dass ich mich ganz böse verfahren habe. So. Ich habe keine Ahnung, ob das hier Sinn macht, wo ich hier lang mähe. Aber das findest du eh nie. Ich habe Umfeld 11, mähe ich rum. Oh ja, ich sehe. Ja, ich sehe dich. Also. Ein GPS sehe ich. Müsstest du da eigentlich jetzt irgendwann mal kommen? Mach da unten. Ja, Wilma, mach da mal dein Licht an, ne?
Oder hast du das an? An. Ah, ist an. Natürlich, ja, okay, habe ich Licht an. Wie viel hast du jetzt schon drin, Wilmi? 3700. Okay. So. Das werden wir nicht schaffen, ey. Wie viel. Uli, weißt du, wie viele Punkte wir für die letzte Challenge gekriegt haben mit dem Quiz da? Meines Wissens voller. Also 700. Oh, okay, sehr gut. Oh, toll. Ja. Siehst du, Wolle? Wir sind richtig pfiffig. Wer ist da oben? Erst mal links. Okay. Links der Schwad entlang. Okay. Dann, ich mache hier oben Feld 11 weiter, ne? Okay. Ach, upsi, Entschuldigung, junge Dame, wollte ich an ihrem Balkon fahren. Pass da auf mit der Versicherung, wir wollen hier nichts bezahlen müssen. Nee, nee. So. Zap, zarab, stibbeli, schnapp. Ja. Appe 7000 habe ich jetzt schon wieder. Ja. Ganz dick hier. Es ist eine Scheiße, ist das. Oh, da oben. Warte mal, wenn wir das mähen könnten, das wäre ja super. Muss halt die eine Strecke dann auch wieder zurück noch, ne? Ich bin halt da, wo ich eben hochgekommen bin, da war ja noch. Das ist nur eine zweite, ist so richtig. Genau. Wenn ich, ja, nee, nee, ja, du fährst erstmal dann wieder zurück, da wo du jetzt lang fährst, bis die Schwad zu Ende ist. Ja, dann hebe ich alles hoch, fahr zurück und nehme die Schwad quasi wieder zurück mit, ne? Nimmst sie zurück mit und fährst erstmal die Runden ums Feld 11, zwei Runden. Okay. Oh, warte mal, hier habe ich eine sehr schöne Stelle. Sehr gut. Das könnte richtig was werden. Oder müsstest du wahrscheinlich. Eigentlich müsstest du wahrscheinlich. Warte mal, ich gucke, ob ich hier mähen kann. Oh, wieso kann ich die Scheiße wieder nicht mähen hier? Das ist der Rotze, ist das doch alles. Och, Mann. Ich hab gleich 9000. Ja. Ganzen Kack hier nicht mähen, ey. Das kotzt mich sowas von an, ey. So eine geile Stelle. Und dann kannst du das nicht mähen, ey. Das ist ja zum Kotzen, ist das doch. Ja, das glaube ich dir. So, warte. Ist auch, du musst mir überlegen, ne? Da schicken die uns dahin, obwohl wir eigentlich für ganz andere Sachen zuständig sein könnten. Aber nein, dann, ne? Kann man ja auch verstehen, dass die das selber nicht machen wollen. Das stimmt. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Aber das ist schon gut hier, was du hier erwischt hast. Das ist echt. Ja, ich habe mein Bestes gegeben. So. Stets bemüht, ah, Wilma. Stets bemüht, der Wolfgang. Zum Glück, ja. So. Hier sind die Nächsten, die schon. Oh, wow. Wir müssen uns beeilen. Was denn? Hier sind die Nächsten, die sammeln. Aber nicht meine Grasschwad ein. Nein. Ja, wenn ich Fuchsteufels will, du, sag ich dir aber. Und unten, da wo wir angefangen haben, da fahren sie um das Feld rum. Ich hoffe, dass ich oben die doppelte Spur, dass ich das meiste da jetzt wegkriege. Damit ich dann zu dir rüber kann. Ich möchte hier keine Grasschlacht haben. Ja. Ja. So, zwischen Feld 12 und 13 habe ich auch Streifen gefunden. Okay. Ich bin jetzt hier bei. Also, ich fahre jetzt die zweite lang. Auch wieder nicht. Oh, ich das zum Kotzen hier, ey. Ja. So, wie sieht's aus bei dir? Wo bist du denn? Ich bin bei unterhalb von Feld 9. Ich fahre die zweite Schwad. Ja. Du da gemacht hast, die sammle ich gerade. Okay. Ja.
Oh, ich hänge hier fest. Wie sieht's aus? Wie viele Liter hast du schon drin? 11.700. Muss jetzt nur einmal zurückfahren, weil da ist der Baum im Weg. Da konntest du wahrscheinlich irgendwie langfahren, aber ich kann's nicht. Okay. Den muss ich jetzt mal gucken, wie ich das hier wegkriege. Mal schauen. Ja, schau mal nicht so lange, wenn es geht. Wenn ich hier oben um die Felder rum, da habe ich auch noch alles gemäht. Ja. Feld 47, 46, 45, da Feld 13, da kannst du auch alles noch holen. Ja, so geht das. Geht schon. Also, ein bisschen liegt da noch, aber ich glaube, da kommt auch niemand dran. Steht auch ziemlich hohes Gras. Gut. Ja, fahr da hin, wo du rankommst. Scheißegal. Genau, das habe ich jetzt auch. Lass den Kack liegen. Genau. So. Also ich drehe jetzt hier meine Tour um Feld 9. Ja. Bei 94%. Ja. Genau, da fahr die Kack erstmal wieder ein dann. 96. Ist teilweise echt tricky, aber ich lasse jetzt einfach da, wo ich, was mich zu lange aufhält, lasse ich liegen. Ja. Hier ist so eine doofe Laterne. Das geht nicht. Ja, jetzt wegen drei Grashalme um die scheiß Laterne. Lass den Rotz liegen. Ich habe hier schon die nächsten 50 Kilometer gemäht. Wie gesagt, oben die 47, 46, 45 und so weiter, zwischen 12 und 13, da überall liegt Gras. Sehr gut. Deswegen halte ich die Bini nicht mit zum Förderpfand jetzt auf. Nein, mache ich auch nicht. Ich fahre ja schon. Gut. Das wäre super. Bimi, du weißt doch, wie früher. Ja. Du hast dich immer gern festgequatscht. Der Wolfgang musste dich dann immer retten. Das stimmt. Aber das waren auch immer sehr interessante Gespräche, was soll ich sagen? Ja, super. So, warte mal. Hier... Ich gebe erstmal ab, weil hier sehe ich jetzt nichts. Ich komme dann rüber zu Feld 11. Ja, gib ab, die Scheiße, gut ist. Ich bin jetzt bei 99%, deswegen. So. Ist auch nicht schlimm, wenn es schnell geht. Ja. Wo nicht glatt ist, kannst du rennen. Was ist das? Hä? Ja. Was? Hä? Hey, ja, wie? Was? Wilma, ja, klär mich doch mal auf. Ja, dann renne ich da so. Suchst du schon wieder einen Hof oder was? Nee. Sicher? Ja, ganz sicher. Ich bin schon da. Ich bin. Wir sind eigentlich optimal zum Hof warum hier. Warum steht hier dieser scheiß Schlepper im Weg? Und hier bei dem, hier übrigens, ne, ist Speed keine Droge. Ja, aber hier hat jemand einen Schlepper hingestellt, blockiert mir damit den Weg. Ja, fahr doch drum rum. Mach ich ja auch, muss ich ja. Muss ich ja. So. Und übrigens, ne? Ja? Tempo ist kein Taschentuch heute. Nee. Das haben wir hier... Alles rucki zucki. Also rucki zucki, wie es geht. So. Bitte ganz knappe Nummer hier. Lade ab. So, wie viel haben wir jetzt drin? Naja, irgendwas um die 28.000. Also ja, knapp 28. Du bist der Fahrer, du musst es schon genau wissen. Ich dachte, du zählst das mit. Das erste Mal war... 13.9 und jetzt? Waren wir bei fast 13.9. 27.667. Siehst du, habe ich mitgezählt. Ah, siehst du das in deinem Silo? Ja. Ah, okay. 27.000. Das heißt, wir haben schon über die Hälfte. Das ist gut. Das ist gut. So. Weißt du, wo du wieder ansetzen musst, Wilma? Feld 9, oder? Naja, wenn da noch was liegt, weiß ich nicht. Kann nur hochkommen. Der liegt bei Feld 9 noch was. Bin ja da immer weiter und immer weiter gefahren. Ja. Ich war ja da bei den Laternen. Wenn da ich war damit alles, ich, wenn bei ich, den Laternen war alles weg.
Wenn ich es aber nicht noch weiter ein, ich weiß ja, wo ich lang gefahren bin. Die Laterne ist jetzt hier weg. Warte, ich fahre hier. Ich muss jetzt hoch zur 11, ne? Zwischen 9 und 11 entlang, ne? Zwischen 12 und 3. 9 und 11. Ja, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe es, ich sehe es. Ich sehe die Schwarte. Ja, genau. Und dann bei 12, zwischen 12 und 13. Jetzt fährst du aber nach unten. Ja, also, weil ich drehen muss. Ja. Zwischen 12 und 13 hoch und dann oben hier 45, 46, 47 da alles. Von hier aus kann ich ja einfach wieder deiner Schwarte folgen. Muss genau. Ich erfinden. Guti. Aber in diesem Sinne, dann sind wir auch erstmal fertig, oder, Wilmi? Sind wir. Ist schon spät. Ja. Ja, du bist dran. Achso, stimmt. Ja, ihr Lieben. Damit sind wir für heute am Ende. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Skali, ne? Schaut gerne auch bei unseren Kontrahenten vorbei. Die Kanäle, auch von uns natürlich, sind gegenseitig in der Videobeschreibung drin. Und wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Und dann wünschen wir euch natürlich einen super Start in die neue Woche und freuen uns, wenn ihr morgen beim Stream dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.